Grüß Gott miteinander, würde ich heute fast sagen. Beziehungsweise ich sag das, weil heute geht's in die österreichische Küche. Wir machen Kaiserschmarrn. Jochen, was brauchen wir für einen zünftigen Kaiserschmarrn, wird man jetzt sagen. Genau, ne? Kaiserschmarrn brauchen wir ein bisschen Milch, brauchen wir ein paar Eier, ein bisschen Backpulver, Mehl natürlich, ein bisschen Zucker und natürlich schön Rumrosinen. Okay, super. Ja, das ist es schon. Das war's schon. Dann lasst uns doch starten. So, beginnen wir mit den Kaiserschmarrn und Jochen, deine Aufgaben, meine Aufgaben. Los geht's. Jawohl. Ich würde sagen, du nimmst dir einen Schneebesen. Jawohl. Hältst dich an deiner Schüssel auf, ich schütte dir alles rein und du rührst es einfach um. Dem Jochen geht das nicht schnell genug, deswegen haben wir das halt mal ein bisschen umgedreht. Aber los geht's, ja. So, wir machen erst ein bisschen Milch rein. Die muss ich jetzt noch nicht schlagen, oder? Nee, du kannst schon mal üben, wenn du willst. So, und dazu kriegst du gleich mal noch zwei Eier. Jawohl, jetzt beginnt's. Genau. Die Aufgabe. Jetzt die Eier schön unterrühren. Perfekt, du machst das schon. Das ist wie wenn ich eine Maschine hätte hinten dran. Ja, ja. So, machen wir gleich mit Zucker rein. So. Also mal was Süßes, ne? Für abends. Darf ja auch mal sein. Nach einem stressigen Tag. Mal ein bisschen was Süßes hier. Typisch österreichisches Gericht. Fühlt sich schon gut an. Ach, ist toll. Wunderbar. So, jetzt kommt schon unser Mehl mit rein. Jawohl, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen zäher, ne? Genau, wir machen es nicht zu zäh, damit der Teig soll noch schön verlaufen. Achso, ich dachte, damit mir nicht die Hand abfällt. Ne, das passiert erst später, wir machen noch Schlagsahne dazu. Also sozusagen ist das jetzt die Probe mit dem Schneebesen. Okay. Aber wir sind heute schneller, ich verspreche es dir. So, die Rezepte, die schreiben wir natürlich schon nachher genau auf. Ja. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. Okay. Das siehst du dann schon an der Konsistenz vom Teig. Ja. Ist so ein bisschen dünn. Siehst du, zack, genau abgemessen. Wunderbar. Wir zeigen euch das nachher, wie da die fertige Konsistenz aussieht. Erstmal muss ich hier noch meine Oberarme trainieren. Den Herd haben wir schon mal angemacht vorher. Genau, jetzt machen wir schon ein bisschen Öl in der Pfanne. Damit da schon ein bisschen Öl in der Pfanne ist. Und Jochen lässt mich jetzt wahrscheinlich weiterhin rühren, obwohl ich es gar nicht mehr müsste. Und irgendwie... Ja. Wichtig ist ja auch immer bei der Arbeit Amüsement. Ja, genau. So. Und wir amüsieren uns hier immer köstlich, muss ich wirklich sagen. So, guck mal, deine Pfanne ist schon heiß. Ja. Im Prinzip ist unser Teig schon fertig. Super. Macht er noch so ein bisschen noch am Rand. Jawohl. Dann könnt ihr mal gucken. Ja. Hier so, dass ungefähr die Konsistenz, die ihr braucht für einen Kaiserschmarrn, das also reicht vollkommen aus. Also da wird gar nicht richtig fest, die Konsistenz, die ist noch flüssig. Genau. Ja? Ja. Für einen Crepe würden wir jetzt noch flüssiger machen, aber für unseren Kaiserschmarrn reicht das. Super. So, guck mal. Das ist schon wunderbar, wie wunderbar. Das hier in die Pfanne reingeht. Jawohl. Und große gleich Pfanne. Oben drauf. Ja. Wie gesagt, in Rum eingelegt, machen wir unsere Rosinen. Mhm. Wenn du natürlich für deine Kinder kochst, lässt du den Rum einfach weg. Ja, klar. Außer du willst also früh schlafen gehen. So, die machen wir jetzt einfach hier oben drauf. Wenn ich da meine Jungs einlade, mache ich doppelt so viel Rum dran. Genau. Ne? Damit die Party steigt. Was du jetzt aufpassen musst, natürlich, ja. Dass er nicht anbrennt. Okay. Das heißt, wir gehen schon mal schön mit der Palette drunter. Siehst du, der hat schon schön Farbe. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich den Tisch umdrehen lassen, aber ich mache es selber. Ja. Drehen wir das Ganze auch mal rum. Das sieht am Anfang noch ein bisschen ungelenkt aus, mhm. Aber der Teig, der muss jetzt erstmal ein bisschen fester werden. Ja, super. So, durch den das Backpulver geht das Ganze jetzt noch ein bisschen auf. Mhm. Kriegst ein bisschen Volumen mit rein. Okay. Immer gucken, hier schalten wir jetzt mal ein bisschen zurück. Mhm. Damit es nicht so schnell geht. Genau, und es wird ja schneller schwarz, als dass er durch ist. Okay. So, ich würde sagen, jetzt kümmere ich mich um den Kaiserschmarrn. Jawohl. Steck da meine ganze Linie rein. Und du? Lass mal Sahne schlagen. Okay. Heute nicht mit dem Rührgerät, sondern mit der Hand. Oh, okay. Ich zeig dir noch einen kleinen Trick. Ja. Schlägst immer, wie als würdest du eine 8 malen. Okay. Bist du schneller fertig. So. Den Kaiserschmarrn, den kann ich jetzt schon, ist der ein bisschen fester geworden, kann ich jetzt schon einfach so in der Pfanne umdrehen. Mhm. Ich mache noch ein bisschen Öl am Rand. Damit er es auch schön im Öl backt. Also heute spät, nämlich der Jochen hier. Mit der 8 kommt man da ganz schnell aus dem Konzept raus. Das soll Sahne werden? Ja, das ist irgendwann Schlagsahne. Okay, gut. Das kann sich also nur noch um Stunden handeln. Du kennst das auch bestimmt auch von zu Hause, wenn du deine wenn du eine Frau im Bett kraulen musst abends. Und
Da hast du irgendwann eine Muskelkarte in den Händen. Wenn du jeden Tag Sahne aufschlägst, dann geht das viel länger. Kenne ich nicht, ich bin Single. So, ich bin hier das fast auf Null gedreht. Aber auch nur, weil du es ein bisschen lange brauchst, aber ich helfe dir mal, würde ja, ich sagen. Ja, komm, also das so, ist mal, ja. Nimmst du es einfach eine 8. Man kann es gar nicht nachvollziehen, so schnell macht er das. Wir haben jetzt gerade hier Slow Motion angestellt. Der Maschine musst du zugucken, wie die sich bewegt und dann. Okay, das heißt, wie, machst du jetzt praktisch. Wie ist nach. Das Lerne aus der Tierwelt? Ja. Übrigens, bisher kannte ich nur einen Österreicher. Okay. Und der Österreicher, der hat nach jedem Satz hat er gesagt, oder? Und da habe ich irgendwann darauf angesprochen, weil mir das ein bisschen suspekt vorkam, dass er nach jedem Satz oder gesagt hat. Meine Antwort war, ich sag doch gar nicht immer oder, oder? Wer war das? Das war, als ich auf Mallorca war, war ein österreichischer Kellner. Ah, okay. So, guck mal. Ja, guck mal, wir haben Sahne. Rein. Ja. Wunderbar. Aber ich möchte nicht wissen, wenn du so deine Frau zu Hause massierst, ne, ob die denn davon begeistert ist, lieber Jochen. Naja, sie ist ja ein bisschen langsamer. Ja. Aber du hörst dann immer nur ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr links. Lebensmittel sind Gott sei Dank geduldig. Ja. So. Eine Sahne kommt. Die Sahne, die machen wir am Schluss drauf. Jetzt haben wir hier, brauche ich mal einen Kochlöffel. Mhm. So. Es gibt so viele Sachen, die hier in den Füßen rumliegen. Ein Kochlöffel. Zweiter Kochlöffel. Jawohl. Jetzt machen wir das Ganze hier einfach so grob ein bisschen auseinander. Siehst du, es ist jetzt schon ein bisschen dunkel geworden. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an deiner Sahneschlagtechnik lag, aber. So, guck mal. Wunderbar. Rosinen schön mit drin, ja. Genau. Und der Rum, der gibt auch ein ganz tolles Aroma nachher. Mhm. So. Also heute mal eine süße Gute-Nacht-Speise. Muss ja auch mal sein. Kann nicht immer deftig sein. Und vor allem immer darauf achten, Temperatur nicht zu hoch. Mhm. Sieht toll aus. Riecht gut. Bis jetzt habe ich noch nichts anderes erlebt bei dir. Bis jetzt hat es immer gut gerochen. Ich habe dir schon mal gesagt, ich bin nett zu den Sachen. Dann, ja. Dann klappt das auch. So, guck mal, unser Kaiserschmarrn ist sozusagen fast fertig. Super. Könntest du jetzt auch, wenn es so ein bisschen dauert, könntest du in den Backofen schieben. Mhm. Bei 100 Grad könntest du noch ein bisschen stehen lassen. Mhm. Das ist nicht schlimm. Was jetzt ganz toll schmeckt, ist, wenn wir jetzt so ein bisschen Zucker nehmen. Ja. Und träufeln den noch hier drüber. Mhm. Das heißt, durch die heiße Pfanne, die wir jetzt haben, karamellisieren wir den Zucker noch ein bisschen. Mhm. Und dann hast du noch ein schönes Karamellaroma nachher dabei. Karamellaroma dabei, was natürlich hervorragend ist. Ja. Die Rosane siehst du jetzt auch. Genau. Die steht schon. Und im Prinzip können wir anrichten. Natürlich. Wenn ich hier ein bisschen Platz mache für dich, Jochen. Ja, Teller habe ich hier schon dahingestellt. Jawohl, die holen wir mit dazu. Wunderbar. So. Zur Feier des Tages, weil die Österreicher gerne Arbeit übergeben. Lass uns mal anrichten. Okay, gut. Ich darf es anrichten heute hier. Wahrscheinlich schön mittig, ne? Genau. Schön so, die Mitte rein. Wie man das aus der Küche gelernt hat. Was natürlich jetzt auch sehr schön wäre für zu Hause, wenn du noch ein bisschen Schokoladensauce drumherum machst oder sowas. Mhm. Okay, also so auf den Tellerrand, ne? Genau. Es gibt dann immer schön schönes Bild. So, machen wir den Rest gerade mal hier drauf. Damit wir auch beide dieselbe Portionsgröße haben zum Probieren. Richtig. Ja, es ist immer, wenn, weißt du, wie das ist, wenn wir es in der Pfanne lassen, da kommt das Filmteam nachher und dann ist alles wieder weg. Richtig, genau. So, dann machen wir nachher ein bisschen Puderzucker drauf. Mhm. So. Super. Der Kaiserschmarrn. So Puderzucker in die Mitte. Für alle zum Nachkochen. Genau. Ganz schnelle Sache. Ja, wirklich flott. So, und natürlich ein bisschen Farbe noch reinbringen. Ja. Machen wir ein bisschen Minze. Okay. Wenn die Österreicher jetzt vor Kopf stehen, wenn ich schon für einen guten Kaiserschmarrn Minze drauf mache. Okay. Aber es ist ja ein deutscher Kaiserschmarrn. Genau. Ja, hier in Reipalskirchen. Wir sind fertig. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. War flott. Bis gleich. Grüß Gott, es ist angerichtet. Also, wir sind fertig. Der Kaiserschmarrn ist zubereitet. Oh, es duftet verdammt lecker. Jochen, aber bevor wir probieren, sag uns noch, was ist denn alles drin? Ja. Im Prinzip die Grundzutaten: Mehl, Milch, Eier, Zucker, Rumrosinen. Ein bisschen Puderzucker drüber. Okay, die genauen Mengen tun wir euch noch mitteilen, damit das Mischungsverhältnis auch stimmt. Jochen macht das
aus der Hand heraus. Und wir haben die Sahne. Ich esse nicht gerne so viel Sahne auf meinem Kaiserschmarrn, Jochen ein bisschen mehr. Deswegen haben wir die hier dazugestellt, dann kann sich jeder so viel da drauf machen, wie er gern hätte. Also, Jochen, lass uns probieren. Jawohl. Ich mache den ein bisschen nebenbei und hole mir das dazu, was ich brauche. Sozusagen, du willst nicht schlecht dastehen, und machst dir ein bisschen Sahne drauf. Ja. Super. Bin ich sehr gespannt. Mmh. Sehr lecker. Mit den Rosinen mit drin. Ja. Der Puderzucker obendrauf. Ein typischer Kaiserschmarrn, so wie ich ihn eigentlich nur aus Österreich kenne, aus der Urlaubszeit. Und ja, ein super leckeres Gericht, schnell. Mal was Süßes anstatt was Deftiges. Das sollte man auch einfach mal, wie gesagt, für sich abends, wenn man einen stressigen Tag hinter sich hat, einfach mal kochen. Und ich sage einfach mal, wenn es euch gefällt, das Video, Daumen hoch. Wenn der Kaiserschmarrn euch schmeckt, auch Daumen hoch und abonniert den Kanal. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Macht's gut, sagt Martin und Jochen. Jawohl. Und ein schönes Gläschen Wein kann nie schaden. Prost. Tschüss.